Ja, so hören sich nur Fender Custom Shop Pickups an. Aber jetzt erstmal zum Intro. Yes, sir. I can boogie. Was für ein Intro, herrlich. Hallo miteinander. Ich möchte euch ganz kurz, bevor ich hier anfange, was zu erzählen, euch den YouTube-Kanal Music is Fun empfehlen. Da werden auch Halle Bentons, Squier und ähnliche Dinge getestet, Marshall-Verstärker. Ist ein netter Kerl und das Schöne ist, man kann ihn auch in den Kommentaren auf Deutsch was fragen. Der antwortet aus irgendwelchen Gründen, kann der relativ gut Deutsch sprechen. Also schaut da mal rein, Link schiebe ich hier unten rein. Das zweite ist, wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr die gerne liken. Kostet nichts, ist nett. Wenn ihr nicht mögt, könnt ihr die auch disliken, auch kein Problem. Könnt auch gerne mal einen Kommentar reinschreiben, ob ich das überhaupt so, ob ihr das genauso seht oder ob das alles Quatsch ist. Was ihr halt wollt. Könnt mich auch grüßen, ist mir auch egal. Okay. Und eine Geschichte noch, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass das jetzt ähnlich Custom Shop Pickups waren. Welcher halbwegs vernünftige Mensch baut denn eine 130 € Gitarre Fender Custom Shop Pickups für 300 € ein? Er muss doch schwer vor die Pumpe gewesen sein. Also, nochmal ganz kurz, vor 3 Tagen oder 2 Tagen, weiß ich nicht mehr genau, habe ich ein Video hochgeladen über die Harley Benton SD62, wo wir uns mal genau angeguckt haben. Wie ist die dann? Hat die ihre Qualitätsprobleme? Da haben wir auch einiges gefunden. Nochmal ganz kurz dazu. Also sehr unsauber gefräst, keine Schirmung, eine wirklich miese Bridge. Wenn da mal erzählt wird, diese Gitarre wäre stimmstabil, das ist überhaupt nicht zu glauben. Gestern mir ein Video angeguckt, da hat die einer getestet und gelobt, hat allerdings auch gesagt, dass die von Thomann gestellt war und hat das Ding an einem 1600 € Amp getestet. Da hört sich ein leerer Bierkasten dran gut an. Also das ist schon sehr interessant, aber egal. Also dann waren noch die Porungen für das Pickguard ausgedreht, nicht alle, sondern nur zwei. Aber ist halt auch nicht so gut bei einer relativ neuen Gitarre. Und was die ganze ST-Serie hat, also von der 20 bis zur 59er, ist eine Neckplate mit Unterlage. Eine Plastikunterlage. Und da kann man jetzt fragen, ist das ein Feature, welches Fender noch nicht entdeckt hat, weil das so toll ist, oder ist das einfach nur eine Versicherung? Und ich tippe jetzt mal auf Versicherung, dass einfach der Druck von der metallischen Neckplate auf den Lack nicht zu groß wird, damit nichts reißt, weil der Lack, zumindest auf dieser weißen Gitarre, ist sehr spröde. Ganz kurz dann, weil ich gerade die ST59M erwähnt habe ich vor 3 Tagen empfohlen, dass die bessere wäre, 60 € mehr ausgeben. Da war mir allerdings eine Sache nicht aufgefallen, die mich jetzt ein bisschen unsicher macht. Und zwar, also die ST59 hat auch diese komische Unterlegscheibe, aber das ist nicht so das Hauptding. Die ST59 hatte immer ein Soft V-Neck. Jetzt steht da C. Und sie hatte auf der Rückseite der Kopfplatte stehen, Made in Indonesien, und laut Thomann Produktbild steht da jetzt nichts mehr drauf. Und deswegen weiß ich nicht, ob die noch in Indonesien gefertigt wird, wo gute Gitarren gemacht werden, oder ob das auch was Chinesisches ist, was auch gut sein kann. Aber ich bin hier halt einfach nicht mehr sicher, deswegen so unbedingt empfehlen, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Diese SD62 war bearbeitungsbedürftig, die ich hier hatte. Und ich glaube nicht, dass die groß von der Serie abweicht. Das wird wohl bei den meisten so sein. Deswegen sage ich mal grob, was ich da gemacht habe. Im Body waren ja Reste vom Fräsen. Ich habe mal Schreiner gefragt, wie das kommt. Der meinte, altes, ausgenudeltes Werkzeug. Das ist aber jetzt bei den meisten so. Ist die Frage, benutzen die das immer? Haben die gar kein neues? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind da halt Holzsplitter drin gewesen und dann wurde überlackiert. Die sind einfach kleben da jetzt dran, die werden sich irgendwann lösen, dann hat man innen drin da den Dreck rumfliegen. Das ist nicht gut für die Gitarre, also haben wir den Body grob gereinigt. Danach habe ich ihn geschirmt und die beiden Bohrungen für das Pickguard, die durchgedreht waren,
repariert. Das geht relativ einfach. Aus jedem Lebensmittelladen gibt es Schaschlikspieße, die haben so die richtige Breite. Kann man sich zurechtschneiden, da reinmachen. Wenn man die Schraube wieder reinmacht, dann hat die wieder richtig Fleisch und dann funktioniert das ganz gut. Ans Pickup sind wir auch dran gegangen. Die Pickups selber, wo die jetzt wahrscheinlich auch chinesische Produktion sind. Warum nennt man die Roswell? Weil wenn da Wuha oder weiß der Teufel was draufsteht, baut sich die kein Mensch dran. Roswell ist ein bekannter Name. Ist mal ein UFO abgestürzt. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwo in England ein Roswell mit einer tollen Kirche, wo der Gral sein soll. Ich weiß nicht, auf jeden Fall Roswell kennt man vom Namen her. Das hört sich besser an. Die Firma, zu der Roswell gehört, falls überhaupt eine eigene Firma ist oder nur die Marke, das sind halt Südkoreaner. Aber das ist alles okay, das macht die Pickups nicht schlechter, die sind relativ gut, deswegen bleiben die einfach drin. Einzige, was dann geändert wurde, war, dass man Ton 1 für Neck und Mitte, dass ich das da hingelegt habe, und Ton 2 regelt jetzt das Bridge-Pickup. Was kein Upgrade ist, aber dringend gemacht werden sollte bei vielen Gitarren nach einer gewissen Zeit, ist einfach den Hals mal mit Zitronenöl behandeln. Hier war das sehr nötig, der war sehr trocken. Reinigt ein bisschen, gibt ein besseres Spielgefühl. Also, das ist wirklich eine Empfehlung wert. Der Sattel wurde etwas aufgefeilt, weil original sind 9 zu 42 Seiten aufgezogen. Wegen Stimmstabilität und auch wegen dem ganzen Klang habe ich hier gewechselt auf Fender 1046er Seiten. Und damit die gröberen, die 46er vor allem, die E-Seite, damit die nicht im Sattel hängen bleiben, also den ein bisschen erweitert, dass die 10er gut durchgeht. Und danach den ganzen Sattel geschmiert, einfach mit einem weichen Bleistift, das ist Graphit, darüber gehen, reibt man das ein, dann geht die Seite gut drüber und verhakt nicht, hilft auch der Stimmstabilität, genau wie die neuen Seitenniederhalter, die weniger Kontaktfläche haben und da nichts an der Stimmstabilität versauen. Und dann natürlich der dickste Punkt, das war das Tremolo. Und das ist Original-Tremolo, denke ich mal, ist nicht zu retten. Aus folgenden Gründen. Die Reiter, wie gesagt, sind nicht 10,5, sondern 10,8, die sind zu breit. Das ist einfach Mist. Das Tremolo hat einen 5 mm Tremolo-Arm passt da rein. Und wenn man die bewegt, merkt man doch, die sind etwas weich. Das ist nicht so schön. Und der Block mit seinen 127 Gramm, glaube ich, habe ich gemessen. Das ist nicht mehr die Grammzahl, das Material selbst macht irgendwie einen ganz seltsamen Eindruck. Also wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Thomann und Harley Benton, das hat einfach was prinzipiell mit billigen Gitarren zu tun. Da wird an jeder Ecke gespart. Und was das da drunter ist, weiß ich nicht. Irgendwelche Reste, die zusammengepresst wurden, das ist einfach, es macht keinen guten Eindruck. Deswegen das ganze Tremolo getauscht, mit dem Tremolo mit einem dickeren Block, nur 20 Gramm, aber anderes Material einfach ein besserer. Auch 52,5er Spacing, also 10,5er Seitenreiter von Fender welche genommen. Das passt gut. Der Block hat einen Bohrung für einen 6 mm Tremolo-Arm, dass man einfach da mehr Kraft draufbringen kann, ohne den Arm zu verbiegen. Und das ist auch ein Punkt bei der Stimmstabilität, dass man einfach mit den Federn ein bisschen arbeiten kann, die ein bisschen mehr dran macht und das Tremolo aber einfach bewegen kann, ohne dass sich da irgendwas dran verbiegt. Also das ist einfach eine gute Sache, das war dringend nötig. Und als kleine Spitze haben wir dann auch die Schrauben der Seitenreiter getauscht. Original haben die immer so eine Standardlänge, gucken raus, zerkratzen einem die Hand und haben da kürzere reingemacht. Was gut aussieht, hochwertiger aussieht und vor allem die Finger nicht zerkratzt. Also da ist alles jetzt geregelt. Und viel mehr braucht man an dieser Gitarre auch nicht machen. Man könnte noch für die absolut gute Stimmstabilität Clusen Locking Tuner nehmen. Die sind auch relativ einfach einzubauen. Einfach die alten raus, die neuen rein. Das passt, das ist gut. Eine Investition von 40 Euro. Allerdings muss man dann auch sagen, mit dem neuen Tremolo und den neuen Tunern kann man sich auch eine andere Gitarre holen. Das ist nun mal einfach so. Wir haben es ja so günstig wie möglich gemacht, aber die wichtigsten Knackpunkte doch entfernt. Und
natürlich noch die Pickup-Höhe und alles eingestellt, alles was einzustellen ist. Die Gitarre hört sich besser an und man hat einfach ein besseres Gefühl damit. Also das hat sich gelohnt. Eine gute Gitarre wird es nie werden. Gut für den Preis, ja, natürlich, aber eine gute Gitarre ist halt dann doch irgendwo eine andere Preislage. Okay, ja, das war's dann heute von mir. Nicht vergessen, hier, Music is Fun, mal da reingucken. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Dislike, schreibt mir eure Meinung. An alle, die halt sich so eine ST62 gekauft haben, die damit zufrieden sind, schön. Das ist gut. Natürlich kann man drauf spielen. Natürlich kann man gut drauf spielen. Aber es ist keine qualitativ gute Gitarre. Sorry. Tschüss. Und jetzt gibt es noch ein richtig heißes Outro. Bis dann.